space without Hitter. Japan will come a few seconds later. Erstmal also ein paar schöne Bilder von euch. Das sind unsere ersten drei Athleten. Josh Weiss, Steve Kirsch von Sheldon van der Linde, sowie Luca Ixler und die Mannschaft von Target Competition. Und ihr geht jetzt auf den Weg an euch vorbei. Damen und Herren, Bosco uns den Weg versperrt. Vielen lieben Dank. Michael, die nächsten Tage wirklich erstmal zum Sieg auf der Landesmeisterschaft und sehen gleichzeitig. Das waren sie, die Runde für den erfolgreichen Pilotenkampf von Thomas Voss und der Motorsport mit dem Pokal für Thomas Maltes von unserem Reifenpartner von Hancock mit dem Pokal, die Silberware für den zweiten Platz hier sind. Und das ist vom Team Target. Der Vorsitzende des ADAC Wiener Sachsen, Sachsen-Anhalt mit dem Pokal für Platz Nummer 3. Nochmal Target Competition und Josh Files. Ja, Thomas Voss, dann nochmal der Leiter des ADAC Motorsport und Klassik für das beste Team. Und der stand auch hier einige Male auf dem Podium. Franz Enzler für den Challenge Klaus Bedel von Honda Deutschland. Herr Bedel, bitteschön, mit dem Pokal für Luca Enzler vom Linken. Ja. Super, aber so viel kann man ja gar nicht trinken. Hier erstmal ein richtig schönes Winterfoto und die Offiziellen entsprechend die Zeit, das Podium zu verlassen. Daumen hoch beim amtierenden Meister und natürlich strahlende Gesichter bei allen Beteiligten. Und wenn die Fotos geschossen sind, ist es angerichtet ins Champagne. Ja. Wir sind jetzt wieder daheim, das Rennwochenende ist rum. Für uns ein sehr erfolgreiches Rennwochenende. Wie ihr gerade gesehen habt, ich konnte beide Rennen gewinnen in meiner Klasse, in der Rookie-Meisterschaft. Natürlich sehr frustrierend, dass ich von 28 ins Rennen gehen musste. Eben wie ich geschrieben habe, beim Qualifying auf der schnellsten Runde die rote Flagge und somit nur eine langsame Runde als schnellste Runde. Kann man jetzt nicht ändern, so ist es nun mal. Fakt ist, wir haben viele Punkte abgeräumt mit meinem Teamkollegen, der Flo, der hat den Gesamtsieg geholt. Nochmal Gratulation, er hat einen mega Job gemacht, wirklich alles richtig gemacht. War sehr wichtig für uns. Der Flo ist jetzt auf Platz 4 in der Fahrerwertung gesamt, ich auf Platz 1 in der Rookie-Meisterschaft. Als Teamwertung ist der Flo und ich auf Platz 2 hinter Target. Also es hätte eigentlich nicht besser laufen können. Bei uns steht jetzt an, Vorbereitung für den Red Bull Ring. Das nächste Rennen ist in 5 Wochen. Bei mir jetzt die nächste Zeit erstmal wieder Schule ein bisschen auf Vordermann bringen, Fitness wieder Vollgas geben und dann heißt ganz klar am Red Bull Rings Qualifying ganz klar optimieren.
wir haben den Speed, man hat es im Rennen gesehen, wir können ganz vorne von den Zeiten mitfahren und man tut sich halt viel leichter, wenn man gleich von Top 15 oder Top 10 ins Rennen geht, wie von Platz 28. Und ja, ich bin am Anfang von meiner Karriere, deswegen wir wissen, was wir verbessern müssen, da arbeiten wir dran und so geht es dann weiter. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr filmen können, eben verschuldet, dass mein Ingenieur und mein Mechaniker nicht da waren. Deswegen muss der Lukas halt auch ziemlich viel am Auto machen, aber das wird jetzt in Zukunft sich wieder ändern und ich hoffe, wir können euch wieder ein bisschen mehr zeigen. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Hier abonnierst du und hier schaust du ein neues Video. Das machst du aber fleißig, mein Freund.